1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind wieder da, wir sind live da und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, heute Nacht, zu welchem Thema auch immer, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf meinen ersten Anrufer und der, nee, das ist eine die, das ist die Christiane und Christiane ist 27 Jahre alt. Christiane. Ja, hallo Domian. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Um Liebeskummer. Was ist passiert? Ich habe Karneval jemand kennengelernt. Ja. Und ehrlich gesagt, so Karneval flirtet man so ein bisschen. Und ich habe mir ehrlich gesagt am Anfang nicht gedacht, dass was Festes raus wird. Ja. Nur der hat mir die Augen geöffnet. Der hat mir gezeigt, was Liebe sein kann. War sofort ehrlich, was alles bei ihm passiert ist und er hat eine ganze Menge Mist hinter sich, ich habe eine ganze Menge Mist hinter uns und wir haben gedacht. Bist du denn, vorab gefragt, in einer Beziehung gewesen, Karneval? Nein, ich nicht. Du warst solo. Ja. Mhm. Und er sagte mir eben, dass er gerade in einer Scheidung lebt und auch eine 12-jährige Tochter hat. Mhm. Da habe ich gesagt, ja und, das ist doch alles kein Thema. Ja, dass viele Frauen eben damit Probleme hätten. Mhm. Habe ich gesagt, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und naja, dann hatten wir uns eben so vereinbart, dass wir eben uns öfters treffen und dann irgendwie von heute, ab diesem Tag waren wir unzertrennlich. Mhm. Und wir waren nur noch glücklich und mit der Familie, alles, seine Familie mochte mich, die liebte mich, meine Familie liebte ihn und wir haben dann auch schon geplant, irgendwann mal zusammenzuziehen und. Wir haben dann, wollten in die Türkei fliegen, alles und naja, und dann kam er irgendwann an und wollte eine Woche Pause haben. Ich denke, wieso? Was ist los? Sagt er, ich habe richtig viele Probleme, bitte gib mir die Pause. Ich habe gesagt, ja gut, alles klar. Und eine Woche später sagte er, er müsste mit mir reden. Er kam dann vorbei mit Sachen schon von mir. Da wusste ich Bescheid, was los ist. Da habe ich gesagt, was ist los? Und dann erzählte er mir eben, dass er im Dezember, obwohl ich das schon vorher auch wusste, einen One-Night-Stand hatte. Da habe ich gesagt, ja, das weiß ich. Und sagt er, ja, und diese Frau ist schwanger geworden. Da habe ich gesagt, ja, und? Das ist doch kein Problem, das packen wir auch noch, dann zahlst du für das Kind. Ja. Das schaffen wir schon irgendwie. Aber er sagte, nein, so ein Leben habe ich nicht verdient. Ich hätte was Besseres verdient. Mhm. Er könnte mir kein Leben mehr geben. Und er müsste sich trennen jetzt von mir. Mhm. Und da war ich erstmal richtig am Heulen. Und er ist auch gegangen mit heulenden Augen. Naja, und ein paar Tage später hatte ich dann doch bei ihm angerufen und da kam schon sie am Telefon. Mhm. Und naja, die, und dann war die Frau schon bei ihm? Ja. Christian, ich unterbreche mal kurz unser Gespräch. Ja, klar. Ich sehe, dass wir unsere Telefonnummer heute gar nicht richtig offiziell eingeblendet haben. Da greife ich doch glatt zu meinem alten Schildchen wieder hierher. Telefonnummer sehe ich aber bei euch. Ja, genau, die haben wir jetzt gerade improvisierend eingeblendet, aber so. Machen wir das doch mal hier so, damit ihr das gut sehen könnt. Gut, dass ich das Ding immer hier herstelle, für den Notfall. So, ist alles bestens. So, jetzt war die Frau schon am Telefon. Genau. Das heißt, ich war sowas von geschockt, ich konnte nichts sagen. Ich habe nur gesagt, Entschuldigung, ich habe mich verwirrt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Die wohnt dann schon bei ihm oder wie? Ja, ich hatte bei ihm angerufen, weil ich wusste, dass er sehr viele Herzprobleme hatte. Mhm. Und der Mann, der lag bei mir zu Hause. Ich dachte, der stirbt mir. Ich wollte schon Krankenwagen alles anrufen, aber dann haben wir doch gesagt, nee, wir warten noch ab. Meine Freundin, die kennt sich damit aus, sagte, komm, das ist vielleicht Kreislauf oder sonst irgendwas, jetzt reagiere ich erstmal nicht so. Ja. Und ich habe wirklich alles mit ihm durchgemacht, kann man sagen. Ich wurde gerade schon ein bisschen hellhörig und stutzig, als du sagtest, er hat dir gestanden, er One-Night-Stand und du hättest ein besseres Leben verdient und so. Das klang schon nach Schwallerei. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, wie du es gerade so erzählt hast, dass der dich belügt. Und irgendwie in die Richtung scheint es sich ja jetzt zu entwickeln.
Ja, und was ist denn der ganz aktuelle Stand? Weißt du irgendetwas, ob die jetzt schon zusammen wohnen und leben oder wie? Also ich am Wochenende bin ich rausgegangen. Meine Schwester rief mich ganz Zeit an, komm raus. Ich habe gesagt, warum? Dann hat er mir noch getextet, wo bist du? Habe ich geschrieben, noch zu Hause. Ja. Dann dachte ich, meine Schwester, dass er bei meiner Schwester irgendwie raus ist. Ja. Da habe ich noch meine Schwester gefragt, du, ist er bei dir? Nee, sagt sie, wie kommst du denn da drauf? Und dann kam ich dahin, hat aber meine Schwester hat schon so ausgemacht, dass er dann doch in so eine Diskothek noch kommt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Weißt du definitiv, ob die beiden zusammen wohnen? Ja, sie ist wahrscheinlich immer bei ihnen. Keine Ahnung, wieso. Aber dann scheinst du richtig drauf reingefallen zu sein, auf jemanden, der dir da die große Welt versprochen hat und die Liebe. Ich habe ihn auch gesagt, weißt du, wie das für mich aussieht? Die eine raus, die andere rein. Mhm. Ja, ich komme richtig verarscht. Du weißt ja gar nicht, ob das nicht vielleicht doch schon gelaufen, ob da irgendwas schon gelaufen ist zwischen den beiden. Ich habe ihn ja auch gefragt. Kann ja auch sein. Aber er sagte mir hoch und eilig, er schwört mir, er hatte keinen Kontakt in der Zeit mit der. Aber offensichtlich. Er hat wirklich erst auf der Arbeitsstelle einen Anruf von ihr bekommen, dass sie schwanger ist. Ja, aber offensichtlich liebt er sie jetzt mehr als dich. Nee, das ist es ja gerade. Ich hatte mich mit ihm ja jetzt am Wochenende unterhalten und ich fragte ihn, bist du jetzt nur mit ihr zusammen wegen einem Kind oder liebst du sie? Darauf konnte er mir keine Antwort geben. Er hatte dann wieder Tränen in den Augen. Er hat sich nur gesagt, auf zu heulen, habe ihn in die Arme genommen. Dann nahm er mich ganz fest in die Arme und gab mir noch einen Kuss auf die Wange. Klingt ja alles sehr schön. Ja, aber, so nach dem Motto, nee, eigentlich liebe ich dich, aber es geht zurzeit nicht. Ja, verstehe ich nicht. Du darfst da auch nicht zu viel reininterpretieren. Vielleicht ist es auch einfach ein feiger Typ, der nicht den Mund aufmacht und der irgendein Spielchen mit dir treibt. Und dann fängt er an zu heulen und macht irgendwie auf kuschelig und knuddeln und weiß ich was. Und du Arme musst es dann letztendlich ausbaden emotional. Der Typ, wie alt ist er? 35. So, da muss der dir doch klipp und klar sagen, was los ist. Wen er liebt, warum er mit wem zusammen ist, was da abgeht. Ja, er sagt, es geht ihm, wie war das? Ich kann ihm alles gar nicht mehr wiedergeben, was er mir alles erzählt hatte. Irgendwie jedenfalls am Anfang sagte er immer, er ist mit ihr zusammen, um ihr zu helfen, weil er steht zu dem Fehler, den er gemacht hat. Ja gut, aber deswegen muss er mit der Frau nicht zusammen sein, wenn er die Frau nicht liebt. Und, das heißt aber jetzt im Klartext, dass er erstmal nicht bei dir sein will, ne? Mit dir zusammen sein will. So wie er wir hatten eigentlich für morgen eigentlich einen Termin ausgemacht, aber er meldet sich nicht und. Mhm. Wahrscheinlich wieder angeblich soll ich dann denken, dass er kein Geld auf dem Handy hat. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Mir klingt das alles so, muss ich dir sagen, Christiane, als würde der nicht die Wahrheit sprechen und der würde sich irgendwie so darum lavieren, dass da eine ganz andere Wahrheit hintersteckt als die er dir da sagt. Ich finde, du solltest nochmal versuchen, mit dem in Kontakt zu treten und darauf bestehen, was da los ist. Zu erfahren, das will ich ja ganze Zeit, aber irgendwie will er, glaube ich, nicht oder sonst irgendwas, ich weiß nicht. Und wenn das wirklich jetzt überhaupt nicht, wenn er sich da jetzt so rauswindet, dann nimm es einfach zur Kenntnis, dass der dich nicht will. Ja, ich habe auch schon gesagt, entweder soll er Klartext reden oder mir auch keine Hoffnung mehr machen oder sonst irgendwas. Ja, aber vielleicht will er dich so ein bisschen das Eisen im Feuer halten, wer weiß, was das für eine Berechnung ist dahinter. Ja. Also versuch es nochmal, ich würde es nochmal versuchen. Und würde ihn nicht gehen lassen, bevor ich nicht eine klare Antwort habe. Wenn das nicht funktioniert, wenn er sich wirklich rausschleicht, dann würde ich mich an deiner Stelle auch erstmal zurückziehen. Ja. Weil das, was er bisher mit dir gemacht hat, finde ich sehr verletzend. Sehr. Ja, deswegen. Und das stimmt, es stimmt auch. Er weiß, was für eine Beziehung ich vorher immer alles hatte. Was für Reinfälle und alles. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Geh es mal so an, Christiane. Und wenn, dann sei stark und auch stark gegen dich selbst und lass ihn dann auch in Ruhe. Aber lass ihn auch nicht mehr an dich heran, damit er wirklich merkt, jetzt ist Schluss. Sein Verhalten hat dazu geführt, dass du gehst, weil so verhält man sich nicht einem Menschen gegenüber. Ich habe ihm auch schon ganz Zeit gesagt, ich glaube es nicht, dass das Kind von dir sein soll. Mhm. Wo willst du das wissen? Sagt er, ja, dann wird man sehen, wenn es auf der Welt ist. Mhm. Da habe ich gesagt, so, toll, soll ich noch 4 Monate warten, wenn das nicht von dir ist, dass du dann zurückkommst oder was? Ja. So leicht hast du es auch nicht. So, jetzt triffst du dich nochmal mit ihm, versuchsweise. Mhm. Und ansonsten ziehst du dich zurück.
Okay? Ja, gut. Alles Liebe. Okay, tschüss, alles Christine. Klar. Christiane, tschüss. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, das hier ist unsere Telefonnummer. Steht gar nicht richtig gerade, das Schild, ne? Ist auch egal. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Ich sage euch mal, was für ein Thema wir in der Nacht von Donnerstag auf Freitag machen, nämlich das Thema Vertrauensbruch. Hätte Christiane auch reingepasst. Möchte mit Menschen sprechen, die deren Vertrauen schon mal sehr, sehr, sehr missbraucht worden sind. Und am Samstag ist wieder Promi-Tag hier bei uns. Und wir haben uns pfiffigerweise in Anbetracht des großen Tages am Samstag, Samstag ist Grand Prix-Tag, für die einzig richtige Person entschieden, die dann zu mir in die Sendung kommen sollte. Nämlich die einzige deutsche Grand Prix-Siegerin, die wir je hatten. Nicole. Nicole ist mein Gast am Samstag und die Sendung beginnt um 23.45 Uhr im WDR-Fernsehen diese Woche Samstag. So, jetzt ist Janine hier und Janine ist 27 Jahre alt. Hallo Janine. Hallo. Guten Tag, guten Morgen. Und was geht's bei dir? Also mir ist am Montag vor einer Woche was Merkwürdiges passiert. Und zwar habe ich da mit einem Mann geschlafen, der mehr als doppelt so alt ist wie ich. Ja. Und die Situation, wie das zustande kam, war ein wenig merkwürdig. Mhm. Inwiefern? Und zwar war das Folgendes, ich habe auf eine Anzeige hingeantwortet, wo ein Fotograf weibliche Models gesucht hat. Ja. Für erotische Aufnahmen, Aktaufnahmen. Ja. Und ich muss dazu sagen, es war von Anfang an von seiner Seite aus klar und von meiner Seite aus klar, dass es keinen sexuellen Hintergedanken geben wird. Okay, darf ich vorab fragen, warum du dich auf so eine Anzeige beworben hast? Weil ich die Fotos wollte. Ja. Oder machen wollte. Und bekam man da Geld für? Nein. Nicht? Also einfach Nein. nur so. Und du wolltest die Fotos haben. Warum wolltest du so erotische Aktfotos von dir haben? Warum? Ja. Gute Frage. Nächste Frage. Es hat mich halt irgendwie gereizt, ja, mal aber Fotos ich da, wieder zu machen. Ja, natürlich. Aber ich wäre da schon sehr skeptisch, das auf so eine wildfremde Annonce zu antworten. Hättest du da nicht irgendeine Freundin oder einen Freund aus dem Bekanntenkreis holen können, der das für dich macht? Mit dir zusammen macht? Nein. Ja, also ich muss halt dazu sagen, die Anzeige klang seriös und wo ich mit ihm, wir haben uns erst per Mail unterhalten, ja. Dann haben wir telefoniert und es hat auch fast über eine Woche gedauert, bis es überhaupt zu einem Treffen gekommen ist. Ja. Wir haben uns dann draußen außerhalb getroffen, ja. Und er hat dann auch gleich eine Kamera mitgenommen und wir haben dann auch gleich draußen Fotos gemacht. Im Freien? Ja. Aha, da war es dann ein bisschen wärmer, als es im Moment ist. Ja, schon. Lass mich noch fragen, ist das ein Profi-Fotograf oder jemand, der Spaß hat, nackte Mädchen zu fotografieren? Ja, er macht ja nicht nur Nacktaufnahmen. Mhm. Das also beantwortet noch nicht meine Frage. Ist es ein es ist kein Profi, er macht das rein hobbymäßig. Rein hobbymäßig. Okay, so, jetzt sehe ich gerade euch, ich sehe hier euch beide auf einer Wiese sitzen und du bist halb nackig und er fotografiert dich. So ungefähr. So, wie ging es dann weiter? Wir sind dann anschließend zu ihm nach Hause gefahren, um die Bilder am PC anzugucken und auszudrucken. Natürlich. Natürlich. Ja, und auf alle Fälle wollte er irgendwann mal mich nackt sehen. Ach, draußen auf der Wiese warst du noch nicht ganz nackt? Nein, da war ich nur oben ohne. Nur oben ohne. Und dann in der Wohnung hat er gesagt, wenn jetzt auch mal ganz nackt. Genau, weil er hat mir Fotos gezeigt von anderen Mädels, wo er schon fotografiert hat. Und da waren auch schon ziemlich heiße Fotos, sag ich jetzt mal, dabei. Ja, ja. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Der Gedanke, mit dem Mann zu schlafen, der ist bis dahin nie in meinem Kopf. Was gewesen. Mich schon ein bisschen wundert, der Gedanke war bei mir beim ersten Satz im Kopf, als du gerade erzählt hast. Selbst als er dann zu dir sagte zu Hause, ich möchte dich nackt fotografieren, war der Gedanke noch immer nicht bei dir, der will mich angrabbeln. Nein. Gut, du denkst natürlich, unser Eins denkt immer das Böseste gleich. Ja, das du gehst von dem Guten im Menschen aus, aber was auch überhaupt nicht. Sehr löblich ist. Man gut unterhalten, wir haben uns super verstanden. So. Und es war auch von vornherein klar, dass da nie was laufen wird. So, jetzt
Dann hast du dich also ausgezogen. Ja. Gänzlich ausgezogen. Hat er dich fotografiert? Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Nicht mal das, nein. Sondern? Also nur draußen die Fotos hat er gemacht. Ja. Bevor er mich ganz nackt gesehen hat, da ist irgendwie Sicherung durchgebrannt bei uns beiden. Ach, und da ist es gleich zur Sache gegangen. Kein Foto mehr. Gleich zack, nein. Zack. Knallhafter Sex. Nicht knallhart. Eigentlich keine Ahnung. Aber es wurden keine Fotos gemacht, es wurde dann gleich zum sexuellen Spielchen übergegangen. Ja. So, der Mann ist 57, du bist 54, du bist 27. Der ist 63. 63? Du hast jetzt gerade gesagt, doppelt so alt wie du. Ja, halt ein bisschen mehr. 63. So, jetzt hast du einmal mit dem geschlafen, Montag von der Woche, sagst du. Ja. Und nun? Und nun, tja, ja. Der gute Mann will mich wieder. Der will dich wieder. Bist du, ich hoffe mal, dass du solo bist zurzeit. Ja. Ja. Der gute Mann ist auch solo oder hat er eine Frau? Nein, der ist solo. Und der möchte dich wieder fotografieren? Nein. Nein, also gehen wir gleich davon aus, dass das natürlich ein übler Trick war, ne? um Frauen ranzulocken, oder? Ja, aber ich sag mal, ich vertraue ihm darauf und er hat es auch selber gesagt, dass es normalerweise nicht seine Masche ist. Das ist bei mir eigentlich die Ausnahme, dass er da gleich so rangegangen ist. Sagt er. Ja. Aber du bist auch ein bisschen, ich meine es jetzt nicht aber böse. Aber ich meine, jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, bin ich da schon auch ein wenig misstrauisch. Ja, ich auch ein bisschen. Wie war das denn, als ihr miteinander geschlafen habt ihr beiden? Die ihr euch gar nicht kanntet und dieser riesen Altersunterschied. Ehrliche Antwort? Wir reden nur ehrlich hier. Geil. Ach, ehrlich? Ja. Ich dachte jetzt, du hättest irgendwas Negatives gesagt. Nein, absolut nicht. Ja, ich meine, dann wendet sich das Blatt ja gleich gänzlich, wenn du sagst, geil und ja, toll. Deshalb ist es ja, was ist nicht so... Also er hat dich, wir halten uns nochmal fest, er hat dich nicht irgendwie gezwungen zum Sex. Nein. Das habt ihr beide entschieden und ihr beide dann freiwillig, und du hast auch freiwillig mit ihm geschlafen. Obwohl großer Altersunterschied, er 63, du 27, hast du es toll gefunden? Ja. So, er hat dich vielleicht ein bisschen verführt in diese Richtung, so scheint es mir. Aber dann war es ja relativ positiv für dich letztendlich. Jetzt will er wieder. Ja. Wenn du aber sagst, das war ganz toll, ist es doch eigentlich gar kein Problem, oder? Dann mach's doch. Ja, aber ich habe halt die Angst, dass er da zu sehr... Der Junge, wie der mir die Mail schickt und mich anruft und redet, das grenzt da schon fast an Besessenheit, würde ich ja schon fast sagen. Achso, du hast Angst, der bedrängt dich zu sehr, der umklammert dich zu sehr oder der will zu... Du willst einfach nur nochmal mit dem schlafen, das findest du gut? Aber mehr auch nicht. Du möchtest dich nicht in den verlieben, oder? Nein. 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 Und die Gefahr besteht, dass er dich zu sehr vielleicht vereinnahmt. Das befürchte ich. Ja, ich meine, da musst du Klartext reden. Ich meine, du bist ja auch immerhin schon 27 und du kannst dir sagen, pass auf, ich finde das klasse mit dir, mir macht das Spaß im Bett. Aber mehr ist nicht. Wenn man von Anfang an das so sagt, finde ich das eine faire Voraussetzung. Wenn du ihm klar ins Gesicht hast, pass auf, ich werde mich nie in dich verlieben. Und ich will auch nicht Tag und Nacht mit dir zusammenhängen. Wir können uns gerne ab und zu mal treffen und Spaß miteinander haben. Und guck doch mal, wie er reagiert. Und wenn er denn dir dann danach immer noch zu sehr auf die Pelle rückt, dann kannst du immer noch Nein sagen. Aber nochmal kannst du dich darauf einlassen. Ja, das will ich eigentlich ja schon. Und ich habe ja eigentlich auch schon per SMS gesagt, dass es nur Sex ist, was ich von ihm will. Ja, das würde ich. Dass da nichts mehr laufen wird. Ja, finde ich gut. Sag's ihm vielleicht nochmal klar ins Gesicht und dann lass den Ding ihren Lauf. Na, hoffentlich geht es gut. Ja, du kannst dir dann Nein sagen. Wenn er dann zu penetrant wird, dann kappst du halt die Verbindung. Punkt aus. So ist es dann. Weißt du? Ich glaube nicht, dass er mir dann im Endeffekt richtig nachsteigt. Dann erst recht. Ja, das muss natürlich einschätzen. Das ist natürlich ein gewisses Risikospiel. Ich werde auch sehr misstrauisch. Ich glaube schon, dass er das alles geschickt eingefädelt hat, um dich rumzukriegen.
das musst du abwägen, was für dich interessanter, ob ist das Interesse, nochmal mit dem Mann zu schlafen und vielleicht einen sexuellen Kontakt mit dem zu haben, so stark ist, dass du es wagst, oder ob du sagst, okay, komm, ich kriege ja genug andere Männer, das ist mir zu riskant, ich ziehe mich lieber jetzt schon zurück, dass ich mich noch mehr verstricke mit dem Mann. Musst du einschätzen, wie stark dein Bedürfnis dafür ist. Kann ich dir auch nicht so sagen. Aber du musst mit offenen Karten spielen und vor allen Dingen ganz klare Verhältnisse schaffen. Ja, das ist auf alle Fälle. Ganz klar. Und wenn du auch beim nächsten Mal dann merkst, dass der das nicht akzeptiert, dann würde ich mich aber wirklich ganz radikal zurückziehen. Vielleicht auch bevor du dich überhaupt einlässt auf einen weiteren sexuellen Kontakt, telefonier mit ihm und sag ihm das nochmal so ganz klar. Und dann wirst du ja merken, wie er darauf reagiert. Hm? Na gut. Meine Liebe. Janine. Ich sag mir mal doch zum Schluss noch, ich gehe mir davon aus, dass du schon auch mit vielen anderen, auch jüngeren Männern geschlafen hast, mit Männern deines Alters. Ja. Was war so besonders faszinierend, jetzt mit so einem doch viel älteren Mann Sex zu haben? Die Erfahrung, er war viel, also das war echt ein krassen Unterschied, wie wenn ich mit einem gleichaltrigen Mann schlafen muss, oder jetzt mit so einem Alter. Ja, da stecken natürlich jetzt viele Jahrzehnte Erfahrungen mit Frauen. In ihm und, ja. Es war geil. ich sehe das Glänzen in deinen Augen, Janine. Mann. So, mach es mal so und lass dich bloß ja nicht weiter reinziehen, finde ich. Aber genieße es, wenn du Bock auf Sex hast, und warum nicht? Ist okay. Ja? Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800, meine Lieben. 220 50 50 Telefonnummer, wenn ihr euch hier mit mir unterhalten wollt, live im Radio bei 1 Live und hier im WDR Fernsehen, dann meldet euch oder mailt uns unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte kurz drauf schreiben, um was es geht und bitte drauf schreiben eure Telefonnummer, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Übrigens, wenn ihr mit Nicole sprechen wollt, am Samstag könnt ihr natürlich ab heute auch schon mailen und eure Fragen uns hier zukommen lassen und wir rufen dann den einen oder anderen von euch während der Sendung zurück. Samstag ist Nicole mein Gast, der große Grand Prix Star am Samstag um 23.45 Uhr. Ja, und gerade ausgesprochen der Name und schon habe ich hier auch eine Nicole, aber die ist 25. Unsere Nicole ist schon ein bisschen älter. Hallo Nicole. Hallo. Ich grüße dich. Um was geht's bei dir? Ich habe ein folgendes Thema, ist, dass ich habe eine Partnerschaft und bei mir läuft noch eine andere drüber hinaus, ein zweiter. Oh, 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 oh. Wie lange bist du mit deinem Hauptfreund zusammen? Ich? 14 Jahre jetzt. Wie viel? 14. 14 Jahre? Ja. Ich gucke nochmal hier auf. Du bist 25? Das hat meine Eltern, haben die das damals unterstützt. Das fing so früh an? Mhm. Mit 11? Ja. Ja, das ist aber krass. Wie, ihr wart mit 11 schon ein Paar? Ja. Als Kinder? Wie alt ist er? Er ist jetzt 35. Dann war er nun erheblich älter damals. Das ist ja unfassbar. Ja. Er war damals 20, um die 20? Ja. Und du warst 11? Ja. Du warst ein Kind und deine Eltern haben das unterstützt? Die haben das unterstützt. Und es gab auch Sexualität zwischen euch beiden? Da war ich ein bisschen älter, damit haben wir uns Zeit gelassen. Wie alt warst du, als du den ersten Sex mit deinem Freund hattest? 14. Was ist denn da mit deinen Eltern los gewesen? Ich bin ganz baff. Ich bin auch mit 14 zu Hause ausgezogen. Hatten die Eltern einen Vorteil von diesem Kontakt? Die haben dazu gar nichts gesagt. Es war denen völlig wurscht? Ja. Der Typ hat sich um die Kleine gekümmert und ab dafür. Genau. Wie denkst du darüber? Wie denkst du dass deine Eltern das erlaubt haben? Ich denke überhaupt nichts Gutes über die. Mhm. Wie ist denn dann heute? Du bist heute mit diesem Mann immer noch zusammen. Immer noch, ja. Unter anderem jetzt? Ja, unter anderem. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu diesem Mann? Das war mal gut und jetzt ist es nicht mehr so gut. Wir sind uns nur noch am Fetzen den ganzen Tag. Mhm. Habt ihr Kinder? Nee, wir haben keine. Ja. Hm. Du bist jetzt auch eine erwachsene Frau von 25 Jahren. Hast du denn mit ihm mal darüber gesprochen, was das damals war, warum er sich an ein Kind dran gemacht hat?
Er sagt jedes Mal, das ist einfach so passiert. Naja, das ist ja nun keine befriedigende Antwort. Ja, deswegen, ja, mit ihm kann man gar nicht mehr richtig reden. Machst du ihm, auch ihm, so wie deinen Eltern letztendlich auch Vorwürfe, dass er das getan hat? Nee, ihm nicht. Hat er dann deine Kindheit, deine Jugend belastet? Nee, die hat er nicht belastet. Meine Eltern eher. Mhm. Also du hast dich von diesem Mann, der damals ja noch erhebt, wenn man 11 ist und der Mann ist 20, ist das ja, sind da Welten liegen da dazwischen. Ja, du hast dich nicht bedrängt gefühlt von dem? Mm-mm. Und auch nicht sexuell in die Ecke getrieben gefühlt? Nee, der hat mir Zeit gegeben. Mm-hmm. Aber die Eltern sind, wo du sagst, denen verzeih ich das eigentlich nicht, dass die mich haben einfach so laufen lassen. Die, genau. die Erziehung einfach so laufen lassen. Du bist dann mit 14 von zu Hause weg, sagst du, bist du dann zu deinem jetzigen Freund gezogen? Nee, da bin ich zu meinem Freund und der Schwester bin ich da gezogen. Mhm. So, jetzt gibt es noch jemand anderen, sagst du. Ja. Wer ist das? Also keine Namen jetzt, sondern ist das ein Bekannter? Wo hast du den getroffen? Das ist eine Sie. Eine Sie ist das? Ja, eine Sie. Ja. Ich habe sie in der Disco kennengelernt. Dann haben wir uns SMS geschrieben, näher kennengelernt und so ist das dann immer weiter passiert. Wie lange läuft das schon? Seit einem Jahr jetzt. Würdest du sagen, dass du zu dieser Frau eine richtige Liebesbeziehung hast? Ja. Also mit allem drum und dran, mit Erotik, Sexualität? Genau. Bist du eine bisexuelle Frau oder eher jetzt eigentlich schon eine lesbische Frau? Also ich nehme von meinem Freund immer mehr Abstand schon. Und hast auch keine Fantasien mit Männern mehr oder nee, keine Sehnsucht an Männern? Schläfst du denn nur mit deinem Freund noch? Nee, auch nicht mehr. Dein Freund weiß von dieser Beziehung gar nichts? Nee, gar nichts weiß er. Läuft völlig geheim? Ja. Ja. Du wohnst ja mit deinem Freund zusammen? Nee, wir wohnen nicht mehr. Ach, ihr wohnt nicht zusammen. Das heißt, dann kann man das im Alltag auch ein bisschen besser alles unter einen Hut kriegen? Ja. Warum bist du mit deinem Freund, wenn du sagst, ich schlafe nicht mehr mit ihm und ich nehme immer mehr Abstand von ihm, wir zoffen uns nur noch, warum bist du überhaupt dann noch mit ihm zusammen? Ich habe jetzt so oft gesagt, es ist vorbei, Schluss aus, aber der kriegt das irgendwie nicht in seinen Kopf rein. Das heißt, für dich ist es aus, aber er akzeptiert es noch nicht und bedrängt dich noch. Ja. Im Prinzip hast du schon Schluss gemacht. Ich habe jetzt schon so oft gesagt, dass es vorbei ist. Und heute Mittag, oder beziehungsweise gestern Mittag, das letzte Mal, habe ich ihm das noch einmal gesagt. Warum sagst du ihm dann nicht die ganze Wahrheit und sagst, pass mal auf, da gibt es auch schon seit einer ganzen Zeit jemand anderen. Ich mag dich nicht mehr, ich mag nicht mehr mit dir zusammen sein. Das versteht er nicht. Aber das hast du ihm ja noch nicht gesagt, dass da jemand anders ist. Nee, aber die Schwester hat ihm das gesagt. Ach so, also weiß er das schon? Der weiß das seit 2 Tagen. Ach, seit 2 Tagen. Und hat er dich darauf angesprochen? Der hat mich darauf nicht angesprochen. Warum hast du es ihm noch nicht gesagt? Weil er war gestern Mittag da und dann haben wir uns wieder getränkt und hat gesagt, das Beste ist, du gehst jetzt. Na, ich meine auch früher schon, du hättest das ja schon vor ein paar Wochen ihm sagen können. Wenn ich dann nach Hause kam, war der dann schon am Schlafen oder so. Ja, wir haben uns kaum nur noch gesehen. Ja, das ist ein bisschen eine Ausrede. Ne? Ich glaube, wenn man niemandem etwas sagen will, findet man auch die Möglichkeit dazu. Der hat mir aber auch nie zugehört. Also bei dir ist alles erloschen. Stimmt das, ja. was so die Beziehung zu deinem Freund anbelangt? Genau, alles weg. Also Nicole, da bleibt gar nichts anderes übrig, es ihm nochmal zu sagen. Und den Kontakt vielleicht auch dann erstmal ganz abzubrechen. Und ihm vor allen Dingen auch selbst zu sagen, pass mal auf, es gibt einen anderen Menschen, den ich liebe. Vielleicht kapiert das dann eher. Warum kapiert er das denn nicht? Wie erklärst du dir das, dass der dich überhaupt nicht ernst nimmt, wenn du sagst, ich will nicht mehr? Der nimmt mich überhaupt nicht ernst. Der hat mich ja bis jetzt immer nur ausgelacht über alles. Und für mich ist es eindeutig vorbei. Und wenn du wirklich rigoros, ich meine, es ist ja schon mal gut, dass ihr nicht mehr zusammen wohnt. Ihr habt aber mal zusammen gewohnt. Ja, wir hatten. Wie lange seid ihr jetzt getrennt, also wohnend getrennt? Seit
einem Jahr jetzt, genau. Na, gut, das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Wenn du jetzt definitiv den Kontakt abbrichst zu ihm, dass du dich gar nicht mehr meldest, also dass du ihm noch einmal sagst, noch einmal ein Gespräch führst und dann sagst, pass mal auf, für mich ist es einfach besser, dass du das so sagst, für mich ist es besser, wenn wir jetzt erstmal eine Pause einlegen und uns mal eine ganze Weile gar nicht sehen und gar nicht kontaktieren. Ich möchte das so. Ja gut, das Problem ist, ich passe tagsüber auf die Kinder von ihrer Schwester, von ihm, seiner Schwester auf. Mhm. Und er läuft mir eigentlich tagtäglich durch die Füße. Mhm. Das verkompliziert das Ganze, stimmt. Mhm. Ja. Aber dennoch kann man das ja so machen, dass ihr überhaupt sonst keinen privaten Kontakt miteinander habt. Hättest du denn Sorge, dass der Kontakt zu seiner Schwester dann auch gestört wird? Oder hast du zu der Frau ein gutes Verhältnis? Das ist die Ersatzmutter von mir. Ah ja. Das ist die Person, wo ich hingezogen bin, wo ich 14 Jahre alt war. Ah, so. Komplizierte Verhältnisse. Ja. Hat die das denn damals auch nicht merkwürdig gefunden, dass ihr älterer Bruder mit so einem kleinen Mädchen rummacht? Sie hat es nicht verstanden. Sie hat es nicht verstanden? Ja. Gut, das ist jetzt Vergangenheit. Eine schwierige Vergangenheit, offensichtlich, weil du auch kritisch über deine Eltern sprichst. Ja. Es geht ja jetzt darum, dass du jetzt nach vorne guckst und du hast eine Liebe. Mhm. Und du bist glücklich mit der Frau. Ja, mit der ja. Mit der ja. Ja, die versteht mich auch, die hört mir auch zu, wenn was ist. Mhm. So, das ist ein ganz hohes Gut und das ist was ganz Tolles, Nicole. Das musst du schützen. Und das musst du auch in dem Maße schützen, dass du dich von dem Alten trennst. Weil das Alte wird dich immer wieder nerven und immer wieder bedrängen. Mach alles, unternimm alles, dass der das kapiert, dass es vorbei ist. Und zieh dich so weit wie irgend möglich aus seinem Leben zurück. Gut, wenn er dir mal begegnet, da bei der Schwester, okay, aber triff dich nicht mehr mit ihm, lass ihn nicht mehr in deine Wohnung, sag gemeinsame Telefonate ab, lass dich gar nicht mehr darauf ein und so weiter. Der hat meine neue Handynummer schon gar nicht. Das ist auch schon gut. Also der kann mich nur noch bei der Schwester eben sehen. Vielleicht wird das dann endgültig, kapieren, dass es aus ist. Nee. Ich meine, heute Mittag hat er zwar wieder gedroht, dass es dann doch nicht vorbei ist und hin und her. Aber da stehe ich schon drüber. Ja, ich meine, du kannst ja auch froh sein, dass du eine Rückzugsmöglichkeit hast, nämlich in deine neue Beziehung. Schwieriger wäre es, wenn du dich trennen würdest und da wäre niemand. Dann wäre ja alles noch komplizierter für dich. Hm. Noch eine Frage zum Schluss. Wie ist der Kontakt jetzt zu deinen Eltern? Radikal abgebrochen? Nicht mehr so gut. Also ich gehe da zwar mal hin, wie jetzt zu Geburtstag oder so, für 5 Minuten und dann bin ich auch wieder weg. Wie viele Kinder seid ihr? Wir sind 7 zu Hause. 7 Kinder? Haben die sich um die anderen Kinder auch so wenig gekümmert wie um dich? Meine anderen Geschwister, die haben ihre ersten Kinder schon mit 13 bekommen. Das klingt nicht gut. Das klingt nicht gut, aber es klingt verdammt gut, dass du eine Frau gefunden hast, einen Menschen, den du liebst. Und von dem du sagst, mit der kann ich mich richtig unterhalten und die versteht mich. Das klingt gut. Und da musst du auch hin und da musst du dich richtig weiter reinknien. Und radikal mit der Vergangenheit Schluss machen. Ich kapsel mich da immer schon mehr von ab. Das ist auch richtig so. Möchte ich dich auch nochmal ermutigen. Ja. Der muss es kapieren. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und viel Glück in und mit deiner neuen Liebe. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Das war Nicole. Und hier ist Melanie. Melanie ist 23. Hallo Melanie. Hallo. Hallo. Dein Thema. Ja, es geht um meinen jetzigen Freund. Und wir sind jetzt seit Mitte Februar zusammen. Die ersten 4 Wochen war alles in Ordnung und halt die rosa Wölkchen, die man sich so vorstellt. Ja, und seit 8 Wochen zieht er sich mehr und mehr von mir zurück. Warum? Er lässt keine Nähe mehr zu und keine Berührung und sexuell oft gar nichts mehr. Ach. Und nach so kurzer Zeit? Ja. Und zwar, er hatte vorher eine Beziehung, die war länger, über 2 Jahre. Und sie hat letztes Jahr im Dezember mit ihm Schluss gemacht. Und sie war wohl eine sehr dominante Person. Sie hatten eine Fernbeziehung, das lief über 250 Kilometer. Und er ist halt immer gependelt und er hat für sie alles getan und gemacht. Ja, und kam wohl für ihn sehr überraschend, dass sie dann gesagt hat, nein,
du Fußabtreter, du gehst jetzt, ich will dich nicht mehr sehen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, wir kennen uns schon seit 5 Jahren. Ja. Und hatten aber über 4,5 Jahre keinen Kontakt. Ja. Und dann hat er sich auf heiterem Himmel wieder bei mir gemeldet, er bräuchte jemanden zum Reden. Mhm. Ja, und dann haben wir nächtelang durchgequatscht. Wir haben Domian-Nächte getan. Einfach nur geredet und geredet und sind uns dann näher gekommen und haben uns dann auch wieder getroffen und haben dann festgestellt, dass wir uns eigentlich nicht egal sind und dass wir es gerne miteinander versuchen möchten. Mhm. Ja, und das war dann im Februar. Im Februar ist so die Entscheidung gefallen, wir versuchen das mal. Ja, genau. Mhm. Und, aber jetzt ist erst Mai. Ja, ich weiß. Und wenn man so frisch verliebt ist, und, dann müsste ja alles jetzt noch ganz toll dastehen. Ja, eben. Aber er zieht sich zurück, Sex läuft nicht mehr. Gar nichts. Ist kein gutes Zeichen. Ich weiß. Wie begründet er das denn? Ja, er sagt, sie hätte in ihm irgendwas zerstört, dass er das nicht mehr zulassen kann. Dass er Angst davor hat, sich neu auf jemanden einzulassen. Dass ich mich dann im Endeffekt auch als so eine dominante Person entwickle. Bist du dominant? Bist du eine dominante Person? Eigentlich gar nicht. Außerdem kennt er dich ja schon lange. Ja, das außerdem. Und wie alt ist er? Er ist 35 knapp. 35? Noch 34, ja. Weißt du, ich bin da immer auch sehr, sehr, sehr nachdenklich und misstrauisch, wenn jemand das so formuliert. Wenn der richtig volle Kanne in dich verliebt wäre. Wäre das alles egal. Ja, das glaube ich. Hm, ich glaube. Ich glaube, dass der ist nicht verliebt und schiebt jetzt solche Gründe vielleicht auch vor, vielleicht auch um dich nicht zu verletzen. Vielleicht redet er sich das selbst sogar ein. Hm. Das weiß man ja gar nicht. Ja. Vielleicht ist es gar kein böser Wille dahinter. Aber vielleicht passt ihr einfach nicht zusammen nach seinem Empfinden. Aber das Seltsame ist, wir haben die gleichen Meinungen, wir haben gleiche Zukunftsvorstellung, es ist... Schon, aber das kann ja auch in einer Freundschaft so sein, ne? Ohne dass man ein Liebespaar ist. Mhm. Wie viele Freunde haben alle die perfekten gleichen Vorstellungen, ja. Und es funktioniert. Wie ist denn deine Gefühlssituation? Bist du darüber sehr traurig? Würdest ja, du gern, sehr. Du würdest gerne mit dem Mann zusammen sein. Ich könnte jetzt gerade in Tränen ausbrechen. Ja, das ist immer so schwer, wenn sich jemand zurückzieht und... Man ahnt schon, woher es kommt, aber man weiß es nicht genau. Und hast du ihm die konkrete Frage gestellt? Liebst du mich? Ja, er sagt, ich hab dich lieb. Okay. Wobei ich nicht weiß, ob man nach 3 Monaten zu jemandem sagen kann, ich liebe dich. Das ist so, für mich kam das noch nie in Frage nach so einer kurzen Zeit. Nein, aber man könnte sagen, ich bin sehr in dich verliebt. Ja. Das könnte man sagen. Ja. Ich liebe dich, finde ich auch. Sollte man vorsichtig sein mit dem Ausspruch. Eben. Aber ich hab dich lieb. Mensch, das sage ich, kann man jedem zweiten sagen fast schon. Ja. Also mal übertrieben ausgedrückt. Vor 2 Wochen war ich so weit, dass ich gesagt habe, komm, pack deine Sachen und geh einfach. Ich will dich nicht mehr sehen. Mhm. Und dann lag er heulend bei mir auf dem Sofa und hat gesagt, schick mich nicht weg. Ich brauche dich und du bist mir so wichtig und... Nun weiß man ja wie auf der anderen Seite wirklich nicht, was da in dem vorgeht und was vielleicht ist da schon doch noch irgendwas anderes, was ihn blockiert. Vielleicht. Ja. Du hast schon das Gefühl, dass er sucht die Nähe schon irgendwie. Ja. Mhm. Aber jetzt nicht körperlich. Mhm. Die erste Zeit war das körperlich da gut? Ja. Sehr gut? Ja, da war alles in Ordnung. Er hat gesagt, er hätte versucht, es zu verdrängen. Mhm. Und dass dann plötzlich irgendwas passiert ist und er auch nicht weiß, wie er das Problem anpacken soll. Mhm. Ich meine, es ist ein 35-jähriger erwachsener Mann, der eine schlechte Erfahrung mit einer Frau gemacht hat in seiner letzten Beziehung. Gut, er hatte schon mal eine Beziehung, die ging über 8 Jahre. Mhm. Und da war auch schon mal in psychologischer Behandlung. Mhm. Also... Er ist vorbelastet, er ist ein gebranntes Kind. Mhm. Weißt du, ich finde, ich denke ja immer, man sollte jede Chance nutzen, die da ist, bevor man irgendetwas dann wirklich wegschmeißt. Wäre er zu überreden, dass ihr mal gemeinsam zu einer Beratungsstelle geht? Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber ich hab da auch schon drüber nachgedacht, obwohl eine Paarberatung nach 3 Monaten, das klingt schon ein bisschen witzig, ne?
Nö, auch nur. Für ein Jahr ist sicher etwas ungewöhnlich. Aber in, ja. aber in dem Fall, weißt du, nur um auszuschließen, dass da vielleicht doch vielleicht irgendetwas anderes ist, was ihn blockiert. Ja. Und nicht, dass man eure Liebe jetzt in Müll schmeißt deshalb. Ja. Wenn bei dieser Beratung wirklich rauskommt mit einer neutralen Person, dass er dich nicht liebt, so hart das dann auch ist, aber dann weißt du, woran du bist. Ja. Wenn du jetzt den Rückzieher machst, wer weiß, vielleicht machst du dir dann irgendwann Vorwürfe und denkst, ja, vielleicht hätte ich doch noch ein... Ja. Ne? Das ist nämlich die Angst, die ich habe. Mhm. Dass ich jetzt monatelang investiere und investiere mhm. und mir geht's nicht gut. Mhm. Mhm. Und dass ich dann nach einem halben Jahr gesagt bekomme, du, es war's nicht. Mhm. Geh bitte. Mhm. Und ich bin ja kooperativ. Ich mach das ja alles. Mhm. Sag ihm das. Wenn er, und er scheint ja auch kooperativ zu sein. Er kommt mir jetzt nicht vor wie so ein Macker, wie so ein Macho-Typ. Nee, auf keinen Fall. Überhaupt nicht, ne? Er hat mich seiner Familie vorgestellt, er hat mir seinen Freunden vorgestellt. Ja. Allein das ist ein Zeichen für mich, dass er nicht einfach dass er einfach nur spielt. So, dann sag ihm, dass das für dich eine sehr schwierige Situation ist im Moment, verständlicherweise. Aber dass du gerne Klarheit möchtest, was los ist. Ja. Und dann sag ihm, dass er das mit, dass er auch etwas in die Waagschale werfen soll. Ja. Und dann holt ihr euch einen Termin, ich gebe dir gleich noch ein paar Anlaufadressen. Ja. Und dann geht ihr da hin, das kann ja nicht schaden. Das kann ja auf keinen, wenn da jemand sitzt, mit dem ihr nicht könnt, okay, dann geht halt wieder raus. Ja. Aber es kann auf keinen Fall schaden. Es kann letztendlich nur, ihr könnt nur gewinnen, nämlich eine Gewissheit. Vielleicht kommt ja raus, dass der noch andere große psychische Probleme hat und deshalb irgendwie wirklich nicht kann im Moment und blockiert ist. Aber dass er dich letztendlich vielleicht doch liebt, vielleicht. Aber ich kann mich auch nicht bis zur Selbstaufgabe kaputt machen und immer nur geben und geben. Ich brauche auch. Ja, eben. Genauso kannst du es ihm ja auch sagen. Und dann muss er darauf einsteigen. Weil die Konsequenz, wenn er das jetzt nicht macht, wäre ja, glaube ich, schon, dass du über kurz oder lang musst du dich zurückziehen. Das geht ja nicht ja. anders. Ja. Er war in psychologischer Behandlung, sagst du? Ja. Länger? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, irgendwas um ein Jahr rum. Mhm. Aber er hat gesagt, ihm hätte es nichts gebracht. Ich weiß aber auch nicht, welche Themen da genau angepackt wurden, mhm. was genau in den 8 Jahren passiert ist, das weiß mhm. ich alles nicht. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo er nicht so gerne drüber redet. Vielleicht. Also ich habe gerade im ersten Moment ja auch leichtfertig gesagt, wenn der dich wirklich lieben würde, dann würde der nicht so drauf sein. Glaube ich, so von meinem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand, denke ich das auch nach wie vor. Aber um alles auszuschließen, finde ich, solltet ihr diesen Weg nochmal versuchen zu gehen mit der Beratung. Ja, ich habe immer dieses Engelchen und Teufelchen. Das Engelchen sagt immer, er würde das nicht machen, wenn er nur spielen wollen würde. Mhm, wenn er nur sagen würde, ich nehme das jetzt mal mit als Lückenbüßer. Nein. Das Teufelchen sagt immer, warum lässt er dich dann nicht an dich ran? Ja, naja, nicht nur spielen. Vielleicht ist er ja wirklich irgendwie gefangen in sich. Ja. Von irgendetwas, was du gar nicht weißt. Also, dass er lügt, das glaube ich nicht. Mhm. Nee, das glaube ich auch nicht, so wie du es mir jetzt gerade geschildert hast. Da ist irgendetwas... Entweder ist irgendetwas im Busch oder er liebt dich wirklich nicht. Ja. Die beiden Sachen. Also ich denke, dass wirklich irgendwas im Busch ist. Mhm. Weil sonst würde ihn das auch nicht so fertig machen, dass ich so leide. Mhm. Dass ich jedes zweite Wochenende heulend mhm. in der Ecke sitze. So. Und dann sagst du, das kriegt er ja mit, dass du so leidest. Das heißt, das ist ein gutes Argument zu sagen, pass mal auf, dann hilf mir und hilf uns und lass uns gemeinsam da hingehen und ja. dann sehen wir weiter. Okay. So. Melanie, jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Anja, ja. wird dir eine Anlaufstelle in deiner Umgebung geben. Super. Alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, meine liebe Dolores ist hier. Hallo? 37, hallo Dolores. Hallo Domian. Das ist aber ein schöner Name. Ja, ich bin Spanierin. Du bist Spanierin? Ich bin Spanierin. Dolores, was ist das denn? Es gab, glaube ich, mal in den 50er Jahren... Es gab mal ein Lied, ja. Ja, die schönen Augen... Die schönen Beine von Dolores. genau, die schönen Beine von Dolores. Genau. 50er Jahre Schlager. Genau. Dolores. Ja. Um was geht's denn? Ja, ich habe ein kleines Problem. Sprich. Und zwar habe ich eine Affäre. Mhm. Und diese Affäre hat eine Freundin. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, weil wir treffen uns seit 6 Wochen geht das mit uns. Ach, erst 6 Wochen? Erst 6 Wochen, bist ja, du, also ich kenne ihn schon etwas länger. Ja, bist du auch in einer Beziehung? Nein, nein. Ich bin solo. Also ich war 13 Jahre mit jemandem zusammen und habe mich ja. dann getrennt. Habe auch eine kleine Tochter mit 6 Jahren. Ja. Und ja, ich habe den dann irgendwann mal kennengelernt.
fand den ganz nett, hatte mich aber zurückgezogen, weil ich da eben gesehen habe, dass er eine Freundin hat. Mhm. Wie lange ist er mit der Freundin zusammen? Oh, noch nicht lange, 10 Monate oder fast. Ja, also noch nicht so ganz lange. Und ja, und jetzt hat er mich dann irgendwann mal angesprochen, wollte meine Telefonnummer wissen haben. Ja, und seitdem geht das mit uns beiden so. Und das ist eine wirkliche Affäre mit allem drum und dran? Mit allem drum und dran, ja. Also er versucht jedes Mal zu mir nach Hause zu kommen, wenn es geht. So es weit, geht. Ihr habt auch schon gekuschelt? Wir haben auch schon alles andere gemacht. Schon oft? Und, bitte? Schon oft? Ja, wie, also wie gesagt, also jetzt hat er mal bei mir auch mal übernachtet und weil sie auch nicht da war. Mhm. Ja, und jetzt hat er mir irgendwann mal gesagt, ja, er hätte dann noch jemand anderes kennengelernt. Also damit er wollte, dass ich mal mit ihm Kaffee trinken. Also ich... Wie? Moment. Er hat neben dir jetzt noch jemand anderes kennengelernt? Ja, er wollte mit ihr mal Kaffee trinken gehen. Er wollte gucken, wie das da, wie sie auf ihn anspringt und hat mir das aber vorher auch erzählt, damit ich auch Bescheid weiß. Und habe ich gedacht, okay, dann mach das. Ich kam damit auch super mit klar. Ja. Und ja, bis ich die beiden dann zusammen gesehen habe, dass sie da Kaffee trinken, da saßen, dann habe ich mir gedacht, nee, das geht gar nicht. Ja, Mann, ich halte mal fest. Er hat eine feste Beziehung seit 10 Monaten. Ne? Ja. Er hat eine Affäre mit dir seit 6 Wochen. Ja. Eine Sex. Ja. Mit reichlich Sex. Ja. So. Und sehr jetzt, guten sogar. Sehr guten sogar. Und jetzt bandelt er noch mit einer neuen Frau an. Ja. Und erzählt dir das sogar. Ich blick da sowieso nicht ganz durch. Also, weiß denn seine Freundin von dir? Nein, da weiß gar keiner von irgendjemand was. Wie komisch, warum erzählt er dir, dass er jetzt noch eine andere Frau hat? Ja, dann weiß das eine andere Frau nicht, dass er mich mit ihr mal einen Kaffee trinken gehen wollte. Will er ein Dreier oder was? Nee, das glaube ich ja wohl kaum. Ich denke mir mal, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Also ich blick da nicht mehr durch bei ihm. Bist du verliebt? Ja, das ist es ja gerade. Ich will mich nicht verlieben, aber ich bin schon... Du bist über beide Ohren verliebt. Ja. Ich höre es in der Stimme. Also ich denke, das stört mich schon. Also das andere mit der Freundin hätte ich noch verkraften können. Ist er in dich verliebt? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Sagt er nichts? Ja, er sagt nichts Bestimmtes. Also ich merke das immer nur an so Kleinigkeiten, wie mich dann am Anrufen, mich dann SMS schreiben, wo bist du, was machst du? Also wenn ich dann letztes Mal bin ich mal mit meiner Freundin und zwei anderen noch weggegangen, das passte ihm gar nicht. Da hat er mich dann angemeldet, ob die Nacht denn schön gewesen wäre. Ach, also, der hat's gerade nötig. Ja. Der hat es gerade nötig. Du hast alle Freiheit der Welt, du kannst machen, was du willst. Ja, eigentlich ja, aber daran merke ich schon, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Also ich blick da nicht durch bei ihm. Naja, nehmen wir mal die übelste Variante. Der hat eine feste Beziehung, da hat er sein warmes Nest und er will halt noch viele Frauen zusätzlich haben und schönen Sex erleben. Ja. Da bist du eine willkommene Partnerin, der Sex ist gut mit dir. Und ist ja dann noch eine andere. Und ja, ich denke mir mal, ich weiß nicht, ob da was läuft. Das kann ich mir kaum vorstellen, aber... Warum? Das weiß ich nicht. Das gibt ne, so eine Gefühl habe ich nicht, weil er mir das ja vorher gesagt hat. Ja, das finde ich auch ganz merkwürdig. Warum hat er das erzählt? Ja, er hat es mir ja vorher gesagt. Und damit ich nicht eifersüchtig werde oder damit ich da Bescheid, ich blick da nicht durch. Deswegen habe ich gedacht, so, jetzt musst du dir mal Rat holen. Ich weiß nicht mehr, was ich mit diesem Mann machen soll. Oder er hat es, hast du dein Fernseher, den Ton ganz runtergeschaltet? Ich habe es, ja. Ja, ich würde so ein kleiner. Ja. Oder er hat es dir gesagt, um dir zu signalisieren, hier macht er gar keine Hoffnung. Mit dir will ich sowieso nicht zusammen sein. Ja, das weiß ich ja eben nicht. Also er gibt und nimmt mir auch viel. Ne? Also auf einer Art gibt er mir sehr viel, was ich anscheinend meine, okay, da könnte noch was raus werden. Und auf der anderen Seite wieder, nee, also dann... Der hat noch kein Mal zu dir gesagt, ich bin verliebt. Nein. Also da ich habe auch nicht zu ihm, ne? Nee. Also ich habe, also das halten wir sehr fern von uns. Also weiß er denn, oder ahnt er denn, dass da bei dir mehr Gefühle sind? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich denke es ja, das auch, weil sonst wird er sich ja nicht die Mühe machen, mir alles zu erzählen. Also wir sind auch sehr offen und wir erzählen uns eigentlich alles. Es kann ja sein, Dolores, dass du wirklich, ich sag's jetzt mal, nicht um dir weh zu tun, sondern um es mal so klar auszusprechen, dass du einfach eine reine geile Sexaffäre für den bist. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Könnte also sein. Also ich denke mir, dass es vielleicht, also ich weiß es nicht, vermute es jetzt einfach mal, dass er das vielleicht nicht missen möchte. Dass er deswegen immer mir noch so ein bisschen... den Anschein gibt, dass ich doch wichtig für ihn bin. Aber warum erzählt er dir, dass er sich aber noch mit einer anderen Frau trifft?
Ja, das ist das, was mich so merkwürdig oder war, was mich so gestutzt hat. Und vor allem, als ich ihn dann gesehen habe, dass sie da saßen, also mir ist im ersten Moment, habe ich da gedacht, okay, damit du weißt es ja, es ist in Ordnung. Wie kam das überhaupt, dass du das gesehen hast? Bist du ja gezielt? Wir verkehren in den gleichen Lokationen. Ach so. Und ich kam dann mit meiner Freundin um die Ecke und sie saßen da und da habe ich meine Freundin angeguckt und habe gesagt, oh, was ist jetzt? Und sie sagte, das wäre locker für dich. Ich sage, ja, habe ich gedacht, bis jetzt habe ich das gedacht. Oder macht ihn das an, wenn du eifersüchtig bist? Ja, das weiß ich eben nicht. Also ihm ist aber auch alles aus dem Gesicht gefallen. Also danach haben wir natürlich einen Disput gehabt per SMS. Wie ging der aus? Der ging aus, dass wir erstmal nicht mehr miteinander geredet haben, 2 Tage. Ja. Und dann irgendwann mal gestern Nacht eine SMS dann von ihm kam. Wie, ich habe mich dann nicht mehr gemeldet bei ihm. Und dann kam eine SMS, na, bist du noch wach? Und ich habe da gar nicht drauf reagiert. Dann ging auf einmal mein Handy, damit ich wach werde. Und habe dann zurückgeschrieben, so, jetzt bin ich wach, was willst du? Und dann kam gar nichts mehr von ihm. Also ich blicke nicht mehr durch. Spielchen. Diese Spielchen, das macht mich krank. Also ich finde, erstmal lassen wir mal die Frage unbeantwortet, warum der dir das gesagt hat. Da gibt es sicher aber einige Spekulationen. Ja. Ich finde jetzt erstmal wichtig zu klären oder nochmal festzuhalten, du bist in diesen Typ verliebt. Und je mehr Zeit vergeht, desto offensichtlicher wirst du verliebt. Ja, richtig. Ja? So, ja. So wie du es mir jetzt geschildert hast, ist es bei dem nicht der Fall. Ja. Und irgendwie ist er auch Vorsicht geboten bei ihm. Das meine ich auch. Sagt mir mein Magengefühl. Ja, ne? Also meinst du, ich sollte mich zurückziehen? Ja, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man in eine Situation gerät, dass man eine Affäre mit jemandem hat, der selbst das nur als Affäre sieht und man wiederum selbst verliebt ist in diese Person. Das ist grauenhaft, das ist so verletzend und so schlimm. Ja. Und je länger man das dann laufen lässt, desto abhängiger wird man von der Person und man kommt schlechter raus. Also ich habe es echt versucht, die ersten 3-4 Wochen war es auch okay und jetzt die letzten 2 Wochen habe ich gemerkt, das geht gar nicht mehr. Wenn du dir wirklich mehr oder weniger sicher bist, dass der mit dir nicht richtig zusammen sein will, du aber bei dir merkst, da ist sehr viel Gefühl und da kommt immer mehr Gefühl, dann lass die Finger von dem. Ja, das ist, glaube ich, auch am besten. So hart das noch so hart das auch sein mag und so geil der Sex auch sein mag. Ja, ja. Das ist, glaube ich, Selbstschutz, wenn du jetzt so reagierst. Ja, also ich schlafe schon fast keine Nacht mehr. Also es sind schon 3 Nächte, wo ich kaum ein Auge zumache, wo mir dann andauernd durch den Kopf schwirrt. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und ich denke, ich bin total durcheinander, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Total. Ja, genau. Und mit den Gefühlen so hin und her gerissen, was tust du jetzt? Ja. Meine Freundin sagt, schieß ihn in den Wind. Sagt die Freundin auch? Ja, meine Freundin, also sie versteht mich, weil sie kennt mich. Ich bin eigentlich eine Person, wo ich eigentlich, wenn ich was verstehe, dann stehe ich auch dazu. Ich finde, man soll auf gute Freundinnen immer, soll man sehr ernst nehmen. Mhm. Die kennen einen sehr gut. Wenn die gute Freundin jetzt schon sagt, schieß den in den Wind, die kennt den auch ein bisschen, ne? Ja, ja, also sie sagt auch, ist der ein Arschloch, er hätte mich nicht verdient. Ah. Und haben die miteinander auch schon oft gesprochen? Ja, ja, die kennen sich auch natürlich. Und dann sie ist auch die Einzige, die es weiß, was zwischen uns was ist, weil sonst darf es ja keiner wissen. Das ist ja streng geheim bei uns. Das war auch von Anfang an auch so abgemacht. Also was die Bewertung anbelangt, kann ich nicht sagen, aber ansonsten schieße ich mich der guten Freundin an. Nämlich schieße ihn in den Wind. Ja, weil es jetzt noch geht. Nicht, dass wir im Herbst nochmal miteinander telefonieren und du bist komplett am Ende. Ja. Ne? Und du sagst, jetzt geht's vielleicht noch. Ja, ja. Je früher man da die Notbremse zieht, raus aus der Beziehung, der nächste ein paar Wochen deine Wunden und dann ist gut. Ja, ja gut, dann werde ich mal tun. Also ich wollte mir jetzt noch einen Rat holen. Ja. Ich habe gesagt, weil sie hat mir auch schon, sie sagte auf jeden Fall, tu das. Und ich sage, ich muss nur mit irgendjemand anderes reden, weil ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ja, ja, also hört sich so an, finde ich schon. Ja gut. Dolores. Ich danke dir. Du schöne Frau mit dem schönen Namen. Ja, ich gucke auch jeden Abend deine Sendung. Ich höre sie auch wirklich gerne und gucke auch immer. Das ist sehr lieb von dir. Wunderbar. Alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Tschüss, bis danke. Dann, tschüss. Mario, 34. Hallo Mario. Ach, der Mario. Der Mario ist aus der Leitung gekippt oder hat aufgelegt. Das werden wir nicht erfahren. Christina, 57 Jahre. Hallo Christina. Hallo, guten Morgen, Nomian. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich habe per Internet einen jungen Mann kennengelernt. Ja. Und ich habe das vorhin verfolgt mit dem Hobbyfotograf. Ja.
Und bei mir ist es halt gerade andersrum. Ach, du fotografierst also junge Männer? Bitte? Du fotografierst junge Männer? Nein. Nee, ich wäre 57 ja. Und er wird 27. Ja. So, und es läuft eigentlich alles super. Es ist seit November circa hier die Beziehung. Ach, die läuft schon so richtig? Ja, ja, das ist schon richtig, dass man halt zusammen ist. Mhm. Und das ist zwar eine Fernbeziehung, aber wir sehen uns halt vom Donnerstag bis Sonntag. Mhm. Sind wir dann halt immer zusammen. Mhm. Und jetzt habe ich doch manchmal ein bisschen Zweifel und Bedenken, was jetzt den Altersunterschied anbetrifft. Mhm. Ja, der ist natürlich groß, der Altersunterschied. Aber worin bestehen die Zweifel und die Bedenken? Tja, wenn ich die selber wüsste. Also gehen wir mal so ein paar Sachen durch. Hast du selbst Kinder? Ich habe keine Kinder. Keine nein. Kinder. Nein. Weiß dein Umfeld, Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn, wissen die davon? Ja. Rümpfen? Also nicht alle. Ich meine, ich hänge das jetzt nicht an die große Glocke, dass ich nun jetzt sage, ja, ich habe jemanden kennengelernt oder so. Ja. Aber es wissen schon einige, ja. Und rümpfen die Nase, ob des Altersunterschiedes? Nö, die Nö. Sache. Meine Freundin, die hat nur letztens gesagt, du traust dir ja was. Du traust dir ja was, also ja. Eine positive Äußerung. Ja, ja, so, die hat eben ein bisschen gelacht, ja, die meint das aber nicht so. Hast du denn schon Kontakt mit seinem Freundeskreis gehabt? Nee, ich bin da überhaupt noch nicht hingekommen. Weil das stelle ich mir schwierig vor, wenn man als Älterer dann in diesen jungen Freundeskreis kommt, dass da viele doch irgendwie, was will die Oma hier oder sowas, ne? Dass man da so Sprüche hört. Nee, ich würde mal einfach sagen, ich sehe ja nicht aus wie 57. Ja, ja. Aber es geht jetzt auch darum, seine Mutter und seinem Vater, die sind beide auch noch jünger als ich. Ach so. Wissen die denn, dass er mit dir zusammen ist? Sie wissen, von der Beziehung wissen sie ja, aber vom Alter nicht und so. Mhm. Da. Er hat Angst, es ihnen zu erzählen? Nö, die sind da nicht so neugierig, die haben da nicht gefragt. Sie hat zwar schon, also seine Mutter hat schon schön Gruß bestellt, unbekannterweise. Wenn die wüsste. Sein Vater kriegt ja auch mit, wenn wir jetzt mal übers Internet mal am Kontakt haben, per Telefon oder so. Ne? Was ist denn für dich jetzt der besondere Reiz an so einem jungen Mann? Ein Reiz, das hat sich durch ganz dummen Zufall ergeben. Ich bin immer so in so einem Internetradio. Ja. Namen darf ich ja nicht sagen, das ist ja Schleichwerbung. Genau. Und dann hat man sich da in dem Chatraum kennengelernt und hat dann mal so im Hintergrund mal ein bisschen privat geteilt, also Telegramm und so. Und da hat sich das halt alles ergeben. Und ich habe das irgendwo dann gespürt, dass da mehr von seiner Seite kommt. Warst du denn früher auch schon mal eher so gepolt, dass du auf jüngere Männer standst? Oder ist das zum ersten Mal jetzt so? Nee, ich habe schon immer Jüngere abgekriegt. Ach so. Also immer jüngere Männer gehabt. Aufgrund dessen, weil ich halt jünger aussehe. Und ist es für ihn die erste Beziehung mit einer wesentlich älteren Frau? Nee. Auch nicht. Ja. Ich bin seine zweite Beziehung, also feste Beziehung, was er jetzt so an Freundinnen hatte oder so. Ja. Ich bin da nicht so ein neugieriger Typ, dass ich da jetzt rumhorche und ausfrage. Vorhin, als ich mit der Janine war das, glaube ich, oder Nicole, ne, Janine war das, gesprochen habe, ja, Janine, die sagte, dass das für mich attraktiver an dem viel älteren Mann ist, im sexuellen Bereich, dass der so sehr erfahren ist. Mhm. Wie ist es bei dir umgekehrt? Er ist ja mit seinen 27 eben noch nicht so erfahren wie ein 60-jähriger Mann. Ist das ein Reiz für dich, dass du so ein bisschen vielleicht auch ihn so ein bisschen leiten kannst und führen kannst? Nee, eigentlich nicht. Wir haben auch sexuell keine Probleme. Ja. Also, wie soll ich mich da jetzt mal ausdrücken? Also es läuft, es ist alles perfekt. Wir haben auch noch nie gestritten, das ist ganz lieber und ich weiß auch nicht, aber ich denke mir, ich weiß es nicht, warum ich da jetzt irgendwelche Bedenken habe. Ich muss dich noch, möchte gerne noch was sehr Intimes fragen. Ja. Ich habe eine Bekannte, die ist, Anfang 50, Mitte 50 oder so. Mhm. Die hat zu mir gesagt, ich hätte auch gerne einen jüngeren Freund. Die sieht auch noch eigentlich sehr, sehr jung aus und gut aus. Mhm. Aber sie sagt, ich würde mich schämen, mit dem ins Bett zu gehen, weil ich eben nicht mehr so einen Körper habe wie eine 20-Jährige. Mhm. Bist du da ganz locker in der Beziehung und sagst, da stehe ich nun mal zu, ist mir egal, oder gibt es da auch so Gefühle manchmal? Nee, die habe ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt kein Schamgefühl, nee. Mhm.
Mhm. Weil für mich sind Gefühle da für ihn. Mhm. Und wenn ich jetzt Gefühle für einen Mann habe, dann muss ich mich vor dem nicht schämen. So, und das finde ich genau ein richtiges Wort. Deswegen finde ich auch, du kannst ja auch in keine Richtung deine Bedenken so ein bisschen andeuten, ne? Sondern nur, weil... Ich denke vielleicht jetzt mal 10 Jahre weiter. Das genau sollte man nicht tun. Weißt du, das genau sollte man nicht tun. Mhm. Auch eine Beziehung mit einem gleichaltrigen Menschen kann in 10 Jahren vorbei sein. Das ist richtig. Ich finde, das ist das A und O, dass man im Hier und Jetzt lebt. Und nicht in der Vergangenheit lebt und nicht in der Zukunft lebt. Sondern dass man jetzt genießt und wertschätzt. Es geht nicht um Genießen, sondern dass man jetzt intensiv und gut lebt. Ja. Und was dann irgendwann in 10 oder 15 Jahren ist, finde ich dann auch völlig wurscht. Ich habe ja auch gesagt, also solange wie es läuft, läuft. So würde ich sehen. Genauso, ganz genauso. Denkst du, ich soll es weiterführen? Liebe Christina, genau. Ich gucke gerade auf die Uhr. Die Sendung ist gleich vorbei. Okay. Genießt eure Liebe, lasst es weiterlaufen und seid glücklich. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen gibt es auch wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin.